Es ist ein ganz besonderer Tag im Leben eines jeden Kindes. Der erste Schultag. In Leoben gibt's dafür vom City Management in Kooperation mit den Leobner Wirtschaftsbetrieben für die Tafelklassler eine Schultüte. Reingepackt hat man allerhand Nützliches. Da sind Stifte drin, Luftballons, Wurfbälle, Hefte, Malhefte, natürlich Süßigkeiten sind da drin, ein Turnbeutel, Trinkgläser und jede Menge, die die Kinder auch gebrauchen können und die auch Spaß machen. Überreicht wurde die Schultüte vom Bürgermeister. Der hat neben dem Geschenk für die Kleinen auch für die Eltern ein Präsent mit dabei. Es gibt von Seiten der Republik Österreich 100 Euro extra für die Familienbeihilfe. Ein Schulstart kostet ungefähr 180 Euro und die 80 Euro werden von der Stadtgemeinde Leoben übernommen in Form von Gutscheinen. Ich werde diesen Vorschlag dem Gemeinderat machen, der jetzt im September tagen wird. Und da muss man einen Antrag stellen und bekommt dann die Leoben-Gutscheine. Und so hoffen wir, dass wir unsere jungen Familien, unsere Jüngsten, die mit ihrer Ausbildung beginnen, auch entsprechend unterstützen können.